Hallo zu einer neuen Ausgabe der UV-Video-Wochenschau. Am Donnerstagnachmittag versammelten sich ein paar Tierschützer vor dem Rathaus in Lohne. Anlass war eine Tagung vom Bauausschuss, der Informationen über den Wiederaufbau von Wiesenhof gab. Bei der öffentlichen Sitzung im Ratssaal konnten sich auch Bürger informieren und zu den Plänen direkt äußern. Und im Rat Neunkirchenförden gibt es ein neues Politduo. Eine Mitgliederversammlung der Gemeinschaft stimmte einer Kooperation zwischen CDU und IGNV zu. Noch vor 5 Jahren war ein solches Bündnis undenkbar. Weitere Infos zu diesen beiden Themen findet ihr am Freitag in der UV. Das UV-Jahresendabo. Bis Silvester gratis. Gedruckt oder digital. Die UV bis zum 31.12.2016 kostenlos lesen und einen Tankgutschein sichern. Jetzt anmelden auf www.oldenburgische-volkszeitung.de. Der Musikverein Langförden und der Musikverein Barkum geben zusammen ein Freundschaftskonzert. An diesem Samstag um 19.30 Uhr in der Sporthalle in Langförden. Und in Mühlen ist an diesem Wochenende eine Rasse-Geflügelschau mit über 300 Tieren. Besuchszeit ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Veranstaltungsort ist das Pfarrheim in Mühlen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende trotz des Herbstwetters und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.